Ja, und dann willst du auch noch nett bleiben, ne? Aber hier, Annabelle 741, die. Ja, finde ich einfach sehr lächerlich und wurde erstmal straight up gebannt. Auch das erste Mal, also ich habe den ersten Bann ausgesprochen, bin ich schon sehr begeistert von mir. Ja, das. Ich weiß nicht, ob man es machen müsste, aber. Also, so ein Verhalten will ich ja gar nicht erst im Stream selbst haben. Also, ich kann ja zum Glück selbst entscheiden, mit was für Leuten ich mich abgebe und. Wer sich dafür entscheidet, bei irgendjemandem ins Stream reinzugehen und. So zu handeln, ja, da habe ich dann auch kein Mitleid. Ja, das ist die andere Sache, ne? Also irgendwo ein bisschen Selbstkontrolle muss man doch haben. Ja, ich würde jetzt auch noch mal eben fix eine rauchen gehen. Das passt dann ja gut und dann sehen wir uns gleich wieder. Und nähert sich auch dem Ende. Dann hole ich mir auch noch fix was Neues. Also bis gleich mit einem Kaffee-Update. Also. Ja, bis gleich. So. Ich wollte hier mal gucken, ob es einen Exporter gibt. Nö, eine ganz normale. Warum? Also ich kann hier aufstehen und muss 5 Meter latschen, dann bin ich auf meinem Balkon und kann rauchen. Also das geht dann sogar noch. Mit der hier. Ja, die habe ich jetzt auch nur zum Anfang, weil ich relativ schnell ein ordentliches System haben wollte. Und woran erkennt man, dass der Server laggt? Nice.
das war das hier mit Looting. Hast du das eigentlich auf dem Server laufen oder solo? Oh. Der Server macht ein bisschen was. Oh. Ja, super. Dann heißt es jetzt warten oder hast du auch die Ei-Dauer runtergestellt? Ah, okay. Also fast so wie bei mir. Oh, das geht ja noch.
kann man ja entspannt spielen und dann irgendwann. Kostet 30. Kostet 12. Bin ich echt gespannt. Wie groß ist denn das Viech? Eigentlich. Ah, okay. Aber wenn du Wasserdrache sagst, würde ich eigentlich sagen, dass es eher Richtung gewaltig geht. Ups.
Bestimmt. Okay. Das will ich doch mal sehen. Wie sieht das Viech aus? Du holst sie jetzt. Ah, du holst sie erst den Jormunntide und dann den Jormunntide Ignis, ne? Ach ja, auf jeden Fall. Der sieht nice aus. Ja, würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich irgendwann mal wieder spiele. Das wird nix.
Oh. Okay, das ist Kacke. Echt? Okay, ich hatte gedacht, den kannst du auch irgendwie farmen. Sind die denn wenigstens auch noch relativ leicht zu fangen oder eher problematischer? Also wenn es die Liste nicht hergibt, dann würde ich sagen, hast du echt keine Chance.
Genau, diese legendäre und die soll immer funktionieren, soweit ich das verstanden habe, oder? Nice. Die hatte ich ja noch nicht. Ich hatte ja nur bis die Stufe davor, genau. Wie viele von diesen Breedern hast du mittlerweile? Ah, okay. Hast du schon die elektrische Heizung?
Das weiß ich gar nicht. Echt? Ich hätte die Mamo Rest genommen. Weil die lassen bis zu 20 droppen.
Also da bin ich schon ein wenig neidisch. Und mit dem Handwerksmeister kannst du wenigstens was anfangen. Also ich kenne die Abilities von dem Viech nicht, deswegen. Ah, okay.
Okay. Ja, aber ich habe die Sachen dafür noch nicht, deswegen habe ich den erstmal ignoriert. Das kommt also erst mit den Dias, okay. Okay, die können wir gebrauchen. Ja, meinst du diese Viecher an dem Sumpfstrand da, oder welche meinst du?
Geil. Da, wo wir aus Versehen mal 9 Stück auf einmal gespawnt haben. Das ist tiefenentspannt und nicht wie bei mir. Bumm und tot. Ja. Also wenn man das richtig einsetzt, kann man da wirklich durchmähen. Aber ich habe ja einfach auch nur eher selbst gekämpft, als meine Pals zu nutzen, richtig. Ja, okay. Da war ich genau an der Grenze, würde ich sagen.
okay. Was soll da rauskommen? Ah, okay. Ich drücke die Daumen, dass da was Weibliches bei rumkommt. Oh, Kacke, hat nichts gebracht. Schade. Ja, das ist doch an sich sehr schön, oder nicht?